Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. The Forest Update 068 ist rausgekommen und dadurch hat sich die Location für die Chainsaw geändert und ich zeige euch kurz, wo ihr sie jetzt finden könnt. Ihr befindet euch gegenüber da hinten, ist das Cockpit-Teil vom Flugzeug. Hier ist das kleine Lager, wo die große gerade Fläche ist. Und wenn ihr euch umdreht, habt ihr hier noch einmal die Zelte. Und da ist ein Höhleneingang zu Cave 3 oder 9. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, welches es ist. Hier habt ihr auch nochmal schon ein Bild. Und in dieses müsst ihr erstmal reingehen. Bevor ich jetzt reingehe, zeige ich euch das aber alles auf jeden Fall auch nochmal auf der Karte. So, und zwar befindet ihr euch auf der Karte da oben an dem Lager. Das könnte jetzt nochmal allen helfen, die sich noch nicht ganz so gut in The Forest auskennen. So, wenn ihr dann die Map wegpackt und euch umdreht und das Cave betretet. So, das tun wir mal ganz schnell. So, ich hole jetzt einmal Taschenlampe plus Fackel raus, damit es für euch die stärkste Helligkeit hier drin ist überhaupt. So, die zünden wir mal kurz an. Haben wir. Und die Taschenlampe. So. Könntest du bitte die Taschenlampe nehmen? Und dann geht ihr los. Ihr lauft hier entlang. Lauft hier entlang, lauft hier entlang, lauft hier entlang, lauft hier entlang. Nicht nach links, sondern nach rechts gehen. Dann habt ihr hier Leichen, Feuer, daran könnt ihr euch gut orientieren. Dann kommt ihr hier hin. Vorsicht, wenn ihr jetzt die Chainsaw holt, braucht ihr die Kletteraxt, um den gleichen Weg wieder zurückzukommen. Ihr könnt aber ohne Kletteraxt oder so hier runterhüpfen und weiterlaufen. Allerdings, der Rückweg ist jetzt verschlossen, wenn ihr keine Kletteraxt habt. Ihr müsst dann einen anderen Rückweg wählen. Hier nicht rechts gehen, sondern geradeaus weiter bis zum Seil. Hier kommt dann das Seil. Das müsst ihr einmal komplett nach unten klettern. So. So, Fackel ist an. Taschenlampe wieder. Dann lauft ihr hier nur noch den Weg geradeaus. Und hier kommt einmal rechts sind die Kanister. Und hier links auf dem Tisch liegt die Kettensäge. Und hier hinten könnt ihr dann den Weg wieder links, müsst ihr dann woanders her, falls ihr nicht die Kletteraxt habt. Und ja, hier ist die neue Location seit 068. Auf jeden Fall nicht mehr viel schwerer als die andere Location, nur damit ihr Bescheid wisst.